Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge Wreckfest. Wieder mit einem Teamduell. Ja, diesmal bin ich rot und wir fahren eine extremst anstrengende, verdammt. Ich habe meinen Teamkollegen kaputt gemacht. Wir fahren eine extremst anstrengende Strecke. Ich hatte im Singleplayer tatsächlich schon mal genau so eine Strecke hier abgefahren und musste einfach feststellen, dass das extrem schwierig war. Ey. Also diese Strecke ist... Oh, fuck! So. Oh, fuck me, harder. So. Scheiß die Wand an. Ich kam nicht besonders gut um diese Kurve. Shit. Oh Gott, wieso drehe ich mich denn die ganze Zeit? Ja, dementsprechend war's das mit der Dings. Mit der Führung für mich. Jetzt ist blau in Führung, oh Gott. Grün, blau? Ne, blau ist immer noch in Führung. Nicht du! Sag mal, wir sind in einem Team. Sag mal, was soll das? Was ist das denn für eine Rotze? Wow. Ich hänge in der Wand drin. Sag mal, weißt du, wir sind in einem Team und der Bus fährt mich an. Sag mal, also, sorry, aber was soll die? Also, verstehe ich nicht. Wieso man sowas macht. Tja, wenn er meint, dass er dadurch den Sieg verschenken möchte, dann kann er das ja super gerne tun. Ach, nee. Also ehrlich. Dieser Bus ist absolut kein Teamplayer. Beendet. Ja, nee, also... Was das sollte, weiß ich nicht. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Also, weiß nicht. Das war jetzt irgendwie... Ja, aber höchstwahrscheinlich habe ich für Rot wieder die meisten Punkte gesammelt, wenn ich das so sehe. Sehr schön, freut mich zumindest, dass das wenigstens geklappt hat. Das verstehe ich nicht. Na gut. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und weiter geht's hier auf dieser wunderschönen Strecke. So, kurz stand ich mal auf Platz 1. Sehr schön! Boah. Okay, das... Ich wusste nicht, seit wann kann man durch solche Mauern durchfahren? Ja. Das hat das jetzt natürlich nicht viel besser gemacht. Da kann man nicht durchfahren. das war jetzt aber auch sehr komisch. So, das ist wieder einer der schnelleren Strecken. So, wunderbar. So. Easy peasy, lemon squeezy. Also so ein Battlebus, der ist aber auch wirklich schon... Ne?
hammermäßig, muss man sagen. So, wunderbar, Dankeschön. So, hey. So aber nicht hier, ne, meine Freunde. So was nicht. Was, wie kann denn A und schon durch sein? Battlebush, Battlebush, Battlebush. Dum-dum-dum-dum. So, schön. Da habe ich es tatsächlich noch auf Platz 5 gerettet. Menschens Kinder, vom letzten Platz oder vorletzten Platz auf Platz 5 ist er dann doch schon in dieser Kürze der Zeit relativ cool, muss ich sagen. Ja, aber diese Rennen hier sind da so extrem langsam oder so extrem kurz. Das ist manchmal schon ein bisschen langweilig. Aber es passt so und ja, dann seht ihr einfach 4 Runden pro Folge. Ist ja auch kein Drama, ne? Also je nachdem, wie lange ich aufnehme, passt das ja alles. Also wir sehen uns sofort wieder. So, und dann sehen wir uns jetzt wieder. Das ist ja hier nicht stehen bleiben, mein Teamkollege. Nee. Dankeschön fürs Überholen lassen. Dankeschön. Ich sehe keine Teams mehr, also ich sehe keine Teamkollegen. Also mal, das ist aber, was ist das denn für ein Teammitglied, Alter? Also wirklich, das ist der mich auch gerade, oder vorhin nicht gerade, rausgedrängt hat. Also wirklich, das ist doch unverständlich sowas. Kein Drama, denn unser Team hält die Latte nach oben. So. Oh ja, yeah. Mein Team hält die Latte nach oben. Nicht open, sondern oben. Dankeschön fürs Anschubsen. So. So, weil ich Fünfter bin, habe ich 5 Punkte bekommen. Aber das ist natürlich gut bei dem Teammatch, dass man da die Namen, also dass man nicht sieht, ja, welcher Platz ist denn jetzt wo. Sorry. Damit man halt eben noch das ganz gut sieht. So. Okay. Das ist jetzt die vorletzte Runde. Hab noch 58 live. Sollte also funktionieren. Ach. 99 Punkte. Im Weg zum Horizont. Wahoo! Oh nein, ich sehe nichts. Na los, Chicken, fahr. Und du, Frontallappen, auch. Oh, Chicken, das war aber jetzt ganz schön schlecht hier. Ihren Weg. Nein, ich bin demoliert worden! Wir sehen uns sofort wieder. Gott, das sieht aber ganz schlecht aus für unsere Punkte. Naja, gut. Diesmal habe ich nicht die meisten Punkte gesammelt im Team, oder? Ja, bisher 21. Ja, nee. Nee, bisher nicht. Naja gut, ist ja nicht dramatisch, ich bin ja kaputt. Wir sehen uns dann sofort wieder. Gott, ich hoffe, dass das gut geht. So, und dann sehen wir uns sofort wieder. Sorry, ich hatte gerade eine etwas, ich sag jetzt mal, beunruhigende, schlechte Nachricht. Ja, dementsprechend war ich jetzt ganz kurz abgelenkt und habe vielleicht am Anfang was... Nein, du Idiot! Geschwindigkeit? Oh, Leute, das Zurücksetzen ist einfach viel zu schnell. Ach, nee. Boah, wieso kriege ich denn eigentlich die ganze Zeit hier diese Leute?
Also ehrlich, Mensch. solche Strecken sind natürlich der Hammer. Aua, immer ich. Linkes Vorderrad beschädigt. Nee, da ist links. Das sieht aber noch ganz aus. Also schade, hätte er klappen können. Ja. Ja, zu der bodenrückenden Sache, das ja, werde ich dann vielleicht die nächsten Tage auch mal wieder was dazu sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ein Problem. Naja, gut. Ja, werde ich dann die nächsten Tage mal. Shit, es tut mir leid. Mama, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ah, gut. Ich wurde rausgedreht. Ich darf nicht Platz 10 werden. Ey, sag mal, Leute. Komm schon. Mann. Immer dasselbe hier. Ich weiß nicht, irgendwie will der Schiene. Oh, warum hab ich denn. Wieso hab ich denn nicht rausgedreht bekommen? Aua. Autsch. Hallo Sola. So, Auto kaputt. Okay, dann müssen wir mal geradeaus fahren. Holy moly, das ist ja der Hammer. So, was? Ach, der hatte mich überrundet. Und wenn das so ist, dann ist ja alles gut. Hilfe! Ach Gott, ist das anstrengend. Traurig, dass ich so weit hinten fahren muss. Jetzt weiß ich ja, wie sich Vettel immer fühlen muss. Nee. Bitteschön. Ich habe dich noch nach vorne getrieben. Ja, sonst hätte ich dich locker überholt. Vor der Ziellinie. Ah, ist das ärgerlich. Aber wir waren wirklich sehr nah aneinander dran. Und ich war die schnellste Runde bei uns, also bei uns zweien hier. Nee, ist ja auch nicht schlecht. Ja, und damit ist die Folge aber leider schon wieder vorbei. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, mit V.